Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Shadow Tactics. Wir haben Mugen jetzt hier in die Nähe des Eingangs gebracht und müssen jetzt gemeinsam mit Yuki hier reinkommen und uns dort in den Busch treffen und beraten. Und dazu müssen wir erstmal diese ganzen Leute, die hier diesen Eingang bewachen, erledigen. Als erstes, glaube ich, nehmen wir uns mal die Wache vor. Die scheint mir ziemlich einfach zu sein. Wir gehen deshalb mal hier in diesen Busch hinein. Warten, bis unsere Spuren weg sind und werfen ganz einfach unser Sakefläschchen. Aber wir wollen ihn nicht betäuben, sondern echt erledigen. Und jetzt geht's los. Gut, schnell, der Wagen kommt wieder. Der Zivilist kann er nämlich auch sehen. Aber wir sind schon wieder versteckt. Sehr gut, okay. So, jetzt wird's, ab jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen kniffliger. Denn die decken sich hier alle gegenseitig. Der und der und der. Gut, der geht noch mal weg. Dann gibt's noch den Zivilisten hier, der zu beachten ist. Das ist nicht so einfach. Nicht so einfach, das Ganze. Wir könnten natürlich auch mit Yuki hier oben wieder irgendwie zurückkehren. Das wäre sicher auch eine Variante. Und dann vom Dach aus irgendwie was unternehmen. Haben wir denn hier Möglichkeiten, jemanden zu verstecken? Ja, nicht so einfach. Wir könnten hier runterspringen vielleicht. Den erledigen. Und ihn... Das Zeitfenster ist recht knapp. Wir versuchen mal eine andere Variante. Wir versuchen mal den zu kriegen, indem wir hier uns verstecken in diesem Busch hier und dann an die Ecke eine Sakeflasche nehmen und hoffen, dass der das nicht hört. Weil der sieht es nicht, das sollte also gehen. Also wir gehen mal hier in diese Ecke. Ach so, worauf wir natürlich achten müssen, ist dieser Bürger. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Beziehungsweise eigentlich müssten wir jetzt erstmal nochmal auf die Wache. So, hier die Ecke ist die entscheidende. Okay. Jetzt ist der knifflige Punkt, ob der uns hört jetzt. Und der andere darf uns natürlich auch nicht sehen. Verdammt. Weg. Nimm mal den Sake. Ja, komm. Okay, wir haben ihn gerade noch so. Niemand ist alarmiert worden. Das war ziemlich heikel und knapp, die Aktion. Ja, das Problem war, wir waren nicht ganz hinter der Ecke verschwunden. Deswegen war er so ein bisschen aufmerksam geworden. Gut, speichern, den haben wir. Jetzt geht's aber weiter. Wie machen wir das am besten? Wir könnten einmal den Shadow Mode verwenden. Dazu müssten wir ihn aber hier runterlocken. Was vielleicht mit der Flöte geht. Oh, das ist aber eine schwierige Timing-Frage. Also Mugen kann hier in den Busch, das ist schon mal klar. Das machen wir vielleicht als nächstes. Das Problem ist der Zivilist. Der hat nämlich die ganze Sache immer im Blick. Und jetzt kommt auch schon wieder dieser blöde... Wieso gehst du da nicht hin? Der blöde Wagen kommt hier wieder um die Ecke. Der nervt jetzt gerade ein bisschen. Weil der hat nämlich hier auch, glaube ich, der... Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich... Der hat, glaube ich... Verbündeter steht da. Ah. Der zählt, glaube ich, nicht. Gut. Nein, jetzt kommt der Bürger. Das ist kein Verbündeter. Okay. Dann brauchen wir uns um den Wagen keine Sorge zu machen. Dann können wir jetzt in Ruhe in den Busch schleichen. So geht's aber auch nicht. Den müssen wir auch noch abwarten hier. Warum sehe ich den nicht? Na komm jetzt aber. Gut. Hier sind wir im Busch. So. Shadow Mode. Das wäre einmal... Den Katana-Angriff auf den hier. Auf die Wache. Und Mugens Angriff auf eine von den beiden.
Nehmen wir erstmal die. Nein! Ich war nicht im Shadow-Mode. Das passiert mir häufiger mal. So. Okay. Das hätten wir eingeloggt. Jetzt muss sie dann im entscheidenden Moment aber erstmal ihr Flötenspiel klingen lassen, damit der eine dort kommt und sie dann zuschlagen kann. Das muss aber so getimt sein, dass der Bürger gerade nicht guckt und dann müssen beide die schnell erledigen und dann beide schnell in die Büsche locken. Also das ist echt heftig. Versuchen wir jetzt mal. Versuchen wir es jetzt mal. So, erst. Ne, ich glaube, das mit dem Bürger haut jetzt schon wieder nicht hin, weil der dreht sich gleich um und dann sieht er das natürlich. Müssen wir noch einen Augenblick warten, vielleicht bis zum nächsten Rhythmus. Schwierig, schwierig. Also als erstes muss auf jeden Fall Mugen die Leiche wegräumen. Dann Yuki. So. Ah, das ist schon wieder doof. Das ist schon wieder richtig doof. Der Bürger ist ganz... ganz schlechtes Timing hat er jetzt gerade. Hm. Kommt, Leute, ich speichere nochmal ab und wir müssen, glaube ich, nochmal einen versetzten Rhythmus abwarten, weil jetzt kommt er nämlich. Ich glaube, beim nächsten Mal könnte es was werden. Ansonsten ist das zu kompliziert gedacht. Dann müssen wir uns noch eine andere Sache ausdenken. Wahrscheinlich würde ich dann durchs Tor wieder reinlaufen. Das könnte ich dann machen. Okay. Jetzt ist es wieder doof. Jetzt kehrt er wieder gleich um, der Bürger. Das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Das haben wir uns irgendwie doof überlegt. Seht ihr? Wenn ich die jetzt... Obwohl, jetzt machen wir es mal. Jetzt kommt, geh mal hin. Jetzt muss bloß der Bürger... Ah. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Okay, haken wir mal diese Idee ab. So zumindest funktioniert es nicht. Dann machen wir es anders. Dann löschen wir das Ding jetzt erstmal. Und wir wollen auch nicht die Pfeife nutzen, sondern wir gehen einfach hier, schleichen uns hier zurück. Im geeigneten Moment. Und erledigen die Waffen irgendwie vom Dach runter. Ist vermutlich die bessere Variante. So. Ab durch die Tür. Sehr schön. Das klappt. Hier können wir, glaube ich, problemlos hoch. Jawohl. Und dann hier rüber. Und ich hoffe, wir kommen von dort. Jump, climb. Hier runter und dann auf die andere Seite. Das wäre schon ganz cool. Und dann ist es nur noch eine Frage des Timings, beziehungsweise ob wir überhaupt vom Dach springen können. It's too hard. Sorry. Ah, sie kommt da nicht hoch. Wir müssten hier irgendwie hin. Too hard. Da kommen wir auch nicht hin. Can't get there. Sorry. Das heißt, du kannst die jetzt nicht sprungmäßig erledigen, weil du zu weit weg bist. Doch. Von dort oben würde es gehen. It's too hard. Sorry. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Sorry. Das heißt, wir müssen zurückspringen. Dann dort hinten rüberspringen. So geht es. So geht es. Hier hoch. Also das ist jetzt irgendwie völlig anders plötzlich, als ich das gemacht habe. Aber das ist ja auch das Schöne an diesem Spiel. So, dann springen wir hier unten auf den Balkon. Und von dort aus können wir sie erledigen, glaube ich. Da müssen wir bloß so ein Timing finden, dass sie sie noch rechtzeitig mit ins Gebüsch kriegt. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber wir versuchen uns. So, bist du bereit? Jetzt. Aufnehmen, komm, schnell, 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 Yuki. Oh Gott, du bist so langsam. Oh Gott, war das knapp. Jetzt sieht er natürlich die Spuren. Das ist hervorragend gelaufen. Sehr schön. Besser hätte es gar nicht sein können. Gut, jetzt haben wir die beiden erledigt. Jetzt ist das eine reine Formalie noch. Jetzt brauchen wir nur noch den dort aus dem Busch heraus zu überwältigen und müssen einfach nur abwarten,
bis der Zivilist hier vorbei ist und dann verstecken wir uns dort und können uns beratschlagen. Also los, geh weg. Du willst das nicht mit ansehen, glaub mir. My blade for the Shogun. So. Und rein da, sehr schön. Und dann... I will not fail. Geh erstmal hier hin. Und Yuki kommt here. Nach. I saw a way. Where jetzt will ich bloß nicht den Bürger jetzt hier nervös machen. Uh-uh. Er wird sich wahrscheinlich wundern, dass sein Gesprächspartner weg ist. Nee, offenbar nicht. Gut, wir sind erstmal beide hier. Sehr schön. Und müssen jetzt in diesen Busch dort reinschleichen. Durch die Tür durch. Aber der Bürger, der macht nichts. Der steht da nur dumm rum. Doch, jetzt fällt ihm was auf. Jetzt sucht er ein bisschen. Das sollten wir vielleicht nochmal abwarten. Speichern wir das mal. Ja, tatsächlich. Er schaut sich um. Aber ich glaube nicht, dass er in unsere Gegend kommt. Er sucht nach seinem Gesprächspartner. So, komm. Jetzt geh. Sehr gut. Wir haben es geschafft, Leute. So, also gut. Denkt daran, der Beamte wird sehr gut beschützt. Wir sind dieser Großzahl an Leibwächtern nicht gewachsen, also müssen wir einen Weg finden, sie abzulenken. Ja. Ich habe zwei große hölzerne Türme gesehen, als ich schon einmal hier war. Vielleicht kannst du einen davon zerstören. Es würde viel Lärm machen und der Mann mit den Papieren würde Samurai schicken, um nachzusehen, was passiert ist. Eine ungewöhnliche Strategie. Ich bin versucht, es auszuprobieren. Wenn ich das mache, hast du genug Zeit, um die Dokumente zu stehlen. Ja, und dann verschwinden wir, oder? Wir könnten uns in dem Wagen dort verstecken. Er bringt uns hier raus. Der Mann mit den Papieren. Er ist böse, richtig? Vielleicht sollte ich ihm wehtun. Nein, du darfst ihm nichts tun. Der Shogun würde das Töten eines hochrangigen Beamten nicht gutheißen, bis wir stichhaltige Beweise haben. Verstanden. Also gut, bereit, Yuki-chan? Bereit. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Erstmal diesen Schutz hier ablenken und dann die Sachen stehlen. Dazu... ich tendiere dazu, irgendwie dieses Ding hier mir zu wählen, weil wir schon ein, zwei Leute wegbekommen haben. Aber es wird nicht einfach. Das ist schon mal klar. Wir müssen mal überlegen, wer jetzt der Nächste ist, der hier erledigt werden kann. Ich tendiere fast dazu, den hier zu erledigen. Wir gucken mal, kann den noch jemand sehen? Der? Ach so, aber nicht direkt. An der Stelle eigentlich nicht. Das heißt, nur die Dame da oben, die ist ein Problem. Ansonsten könnte Yuki eigentlich runterspringen und den von oben erledigen. Dann hätten wir das erste Ding erledigt. Bloß die guckt so dämlich. Okay, Yuki, du bist dran. Speichern sollten wir vielleicht auch. Wo gehst du denn bitte hin? So, ist gut. Komm. Und jetzt... hier hoch. Ich glaube, da können wir sogar laufen. Okay. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten wir eigentlich von hier runterspringen können. Ja, das geht. Das geht. Jetzt ist nur die Frage, diese olle Frau da. Die müssen wir abpassen. Und ich hoffe, dass der das nicht hört. Ist ein bisschen sehr knapp, aber... so, die Frau ist weg. Noch nicht. Komm, guck weg. Jetzt. Slowly. Okay. Den haben wir. Easy. Der Strohhut ist weg. So, sehr schön. Als nächstes müsste dieser hier weichen. Da gucken wir mal, wer den eigentlich hier im Blick hat. Aha. Ganz schön viele.
Richtig viele sogar. Unangenehm viele sogar, der da hinten. Allerdings weiß ich nicht, wenn wir schnell sind. Ah, schwierig. Gibt es eine andere Möglichkeit? Mit Sake funktioniert es auch nicht richtig. Man könnte ihn vielleicht... Ja, man könnte ihn vielleicht mit der Pfeife da weglocken. Das wäre eine Variante. Wenn man ihn zum Beispiel motiviert, hier hinzugehen, während wir uns dort verstecken, das wäre eine Möglichkeit. Yes, still works. Versuchen wir es. Bauen wir hier die Falle auf. Mit der Frau weiß ich mir nicht so richtig. So, die Falle steht. Vielleicht reicht es sogar, wenn wir uns dort hinten verstecken. Probieren wir es aus. Wake up, little June. Soft, soft. Who's making noise? So, und jetzt schleichen wir dahin. Und jetzt geht er hoffentlich an der Buschseite entlang. Jawohl. Sehr schön. Got you. Schnell nehmen. Verdammt. Keep moving, keep warm. Ist sie weg, die Leiche? Ja, sie ist weg. Okay, den haben wir auch. Wunderbar. Gut, wir müssen hier hin. Das heißt, die beiden, die bewachen sich da so ein bisschen gegenseitig und die auch. Allerdings gucken die nur in diese Richtung, wie mir scheint. Das heißt, mit ein bisschen Glück können wir die vielleicht in so einem Wirbelwindangriff erledigen. Ich weiß nicht, wie laut das ist. Das ist das Problem. Schlecht einzuschätzen. Können wir hier hinschleichen? Versuchen wir es. Hatte ich schon mal gespeichert in letzter Zeit. Jetzt wird er vermutlich... Ah, verdammt, er könnte jetzt die Spuren sehen. Das ist jetzt gefährlich. Er sieht die Spuren. Who made those footprints? For the Shogunai. Okay. Gut, das war nicht ganz planmäßig, aber funktioniert genauso. Okay, kann jemand diese Stelle einsehen? Wie es aussieht, nicht. Ja, dann wird es ja ein Kinderspiel, oder? My blade for the Shogun. Versuchen wir es. Okay, Lärm war auch kein großer. Und auch der kommt zurück in den Busch. Sehr schön. So, dann haben wir die beiden hier unten. Gucken wir uns mal an. Die decken sich gegenseitig. Das ist so ein bisschen das Knifflige. Aber ich weiß gar nicht, geht das? Könnten wir das nicht hinkriegen, dass der vielleicht über die Sake-Flasche, wenn man sie hier hinstellt, dorthin gelockt wird und Mugen dann aus dem Busch springt und sie beide erwischt. Wäre doch vielleicht eine Variante. Versuchen wir es. Wie weit kann der hier runter gucken? Nicht sehr weit. I will be silent. Das ist also kein Ding. Gut. Onward. Dann sollten wir problemlos in den Busch kommen. Und Sake und dann den Wirbelwind machen. Wo guckst du eigentlich hin? Das habe ich jetzt so gar nicht im Blick gehabt. Ich glaube nicht hier hin. Ne? Das wird, glaube ich, durch diese Holzwand abgedeckt. Dann speichern wir das Ganze und versuchen diese... Ah, verdammt! Obwohl, nee, sehen tut er das ja nicht. Das ist nur noch Umkreis. So, der andere kommt. None can resist this offer. Und jetzt. Das war echt die ganz harte Tour. None shall remain standing. I will be silent. Und rein im Busch. So, noch die Sakeflasche aufgenommen. For duty. Jetzt sind wir fast schon so weit, dass wir das Ding hier abbrechen können. Aber ich will ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und auch noch die anderen beiden hier erledigen.
Wie machen wir das? Wo kann der nochmal gucken? Ja. Auf jeden Fall sollten wir erstmal. Our supports are no match for my blade. If our plan works, the official will send his guards to investigate. Genau. Also mit seinen Klingen wird er das Holz problemlos zerstören können. Der kann eigentlich. Ich muss mal gucken. Kann der hier irgendwas sehen? Der hat da so. So geht's eigentlich, weil hier könnte ich eigentlich auch nochmal wieder das Ding hinwerfen. Zeig mir mal, wo du hinschaust. Eigentlich geht das. Wenn du dort direkt an die Ecke gehst, müssten wir schnell genug da sein, um dich zu erledigen. So. Shame to leave that lying around. Have a drink, friend. On my way. I will use my katana. The cold will not stop us. Okay. Es war ein bisschen heikel, weil der andere uns kurz gesehen hatte. Aber es geht trotzdem. So. For duty. Dann schnell wieder in den Busch rein. Und dann ist der jetzt erstmal der Letzte, der uns unmittelbar hier an diesem Bereich Ärger machen kann. Deswegen. Ja. Wie machen wir es? I will be silent. Wenn ich da stehe, sieht er mich nicht. Nein. Gut. Dann schmeißen wir jetzt hier auch das Ding hin. Oh, was machst du? Du sollst werfen. Das kannst du wohl nicht so gut. Shame to give this away. So, wie weit guckst du eigentlich? Das hätte ich vielleicht. Oh, verdammt, das hätte ich vorher mal prüfen sollen. Das war jetzt ein bisschen doof. Das könnte ein bisschen heikel werden. Big and small. We must search the area. Na, das wird jetzt noch so ein ärgerlichen Scheißsammeln haben. Komm, lauf dahin. Die paar Schüsse kriegst du doch wohl bewältigt. Ah, da kommen schon die nächsten Wachen. Ah, kann ich mich irgendwo verstecken, schnell? Da. Okay, das ist jetzt die ganz harte Tour. Nee, so geht's nicht, Leute. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hier hinkriegen würden. Schauen wir mal. Vielleicht ist es sogar besser, zuerst diesen anderen hier zu erledigen. Wenn der uns schon so nervt, dann machen wir das mal auf die Tour. Wobei der relativ kurzen Weg hier hat. Aber ich habe gesehen. Ah, wartet mal. Das war die Gelegenheit. Wir können hier Sake werfen. Und dann warten, bis der kommt. Und hoffen, dass die Olsch da oben inzwischen weg ist. Und dann haben wir das auf ganz saubere Art und Weise. Komm, dreh dich jetzt mal um. Hoffentlich. Jawohl. So funktioniert es. None can resist this off my blade for the Shogun. On my way. Aha. Our footprints. Sehr schön. Be noticed. Und hier rein. Kurze Pause machen. Und damit der uns hier auch nicht in die Quere kommt, machen wir dasselbe nochmal mit dem. Was jetzt sehr simpel sein sollte. Wo werfen wir das hin? Hallo. Ein bisschen schwierig zu treffen. Vielleicht am besten hier hin. Aber wir müssten selbst natürlich noch ein bisschen weggehen. So. Okay. Jetzt haben wir hier richtig aufgeräumt. Und wir werden jetzt diesen Turm zum Einsturz bringen und uns dann möglichst so verstecken, dass sie uns nicht finden.
Ich würde mal sagen, hier in einem dieser Büsche oder so. Also, speichern wir nochmal. Und dann ran an den Turm. Hallo? Ach so, das müssen wir anders machen, auf diese Art und Weise. Yeah! What is going on? Go! Investigate, all of you! This will keep them away for a while. So, jetzt kommen die hier angelaufen. Yuki-chan. Yes. Steal the papers. Don't be seen. Don't hurt the bad. Jetzt hoffe ich, dass er uns da nicht sehen. Ne, sie laufen erstmal so wie blöde zu diesem Turm hin. Ah, ich weiß gar nicht, ob dieser Ort da so der beste war in dem Busch. Aber okay, das geht schon. So, das heißt, die Wachmänner sind weg. Und jetzt hat Yuki die große Aufgabe, jetzt hier ihn zu bestehlen. Und das wird auch nochmal knifflig. Denn er wird hier auch immer von so einem Beamten begleitet. Und die hier, die stehen natürlich auch noch in der Gegend rum. Und die müssen wir uns auch noch kümmern. Also, es bleibt spannend. Bleibt dran beim letzten Teil dieses Levels. Bis dann, macht's gut, euer Steinbein.